Was geht ab, meine lieben Freunde? CCDMX Kriegs am Start und ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch mitgebracht. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail und am Titel gesehen. Heute geht es rund um GTA 6, Fakten, Mythen und alles, was ihr über den nächsten Hit von Rockstar Games wissen müsst. Bevor wir jetzt aber mit diesem Video anfangen, wollte ich euch nochmal auf Zeddy aufmerksam machen. Er hat jetzt auch ein solches GTA 6 Video hochgeladen. Checkt es auf jeden Fall aus, es ist mega geil geworden. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem würden wir uns super drüber freuen, wenn ihr ihm auch noch ein Abo dalassen würdet, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Wie auch in dem Video am Mittwoch, bei dem ich euch die möglichen DLCs für GTA Online präsentiert habe, werde ich mich auch in diesem Video auf Quellen beziehen. Also wenn ihr die genaueren Informationen nochmal nachlesen wollt, findet ihr die ganzen Links unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mit diesem Video los. Grand Theft Auto oder GTA, das Spiel, so wie wir es kennen und lieben gelernt haben. Doch wie wird der Nachfolger heißen? Der Nachfolger von GTA 5? Wird der GTA 6 heißen? Oder GTA Tokyo? Oder vielleicht doch eher GTA London? Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Gerüchte, die im Internet umherkreisen, wie denn der nächste Teil heißen könnte. Und vor allen Dingen, wie könnte der nächste GTA-Schriftzug aussehen? Ihr wisst ja alle Bescheid, dass die Schriftzüge von GTA immer gleich waren, beziehungsweise fast gleich. Immer dieser Grand Theft Auto-Schriftzug und dann der Name, beziehungsweise die Nummer des Spiels. Nehmen wir einfach mal an, der nächste GTA-Titel heißt wirklich GTA London oder GTA Tokyo. Dann wären die Handlungsorte eindeutig, Tokyo oder London. Doch welchen Handlungsort würde Rockstar Games wählen, wenn der nächste Titel einfach nur GTA 6 heißen würde? Auch hier existieren mal wieder sehr, sehr viele Gerüchte darüber, in welchem Ort denn GTA 6 spielen würde. Hier fallen zum Beispiel die Städtenamen Liberty City, die Stadt, die wir schon mit Nico Bellic und Roman Bellic in GTA 4 unsicher machen durften. Oder Las Venturas und San Fierro, die Städte, die wir in San Andreas mit CJ und seiner Gang platt machen durften. Doch das wohl heißeste Gerücht um den Handlungsort für den nächsten GTA-Ableger ist dann wohl Vice City. Die Stadt bzw. der Ort, den wir schon in GTA Vice City kennengelernt haben. Also könnte der nächste GTA-Teil wirklich in Vice City spielen? Also in dem Ableger von Miami? Es gibt auf jeden Fall viele Hinweise direkt im Spiel, die darauf deuten, dass der nächste Titel tatsächlich in Vice City spielen könnte. Wenn ihr nämlich mal über den Strand von Los Santos geht und dann einfach mal auf die Decken der Besucher schaut, dann findet ihr sehr oft Stranddecken mit der Aufschrift I Love VC, also I Love Vice City. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Andenken von Rockstar Games an GTA Vice City, ein Spiel, das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wer weiß, aber vielleicht könne das auch wirklich der nächste Hinweis auf den Handlungsort von GTA 6 sein. Für das, was jetzt kommt, bin ich einfach mal wirklich davon ausgegangen, dass wenn der nächste Titel wirklich GTA 6 heißen sollte, der Handlungsort Miami wäre, also Vice City. Hier habe ich euch einfach mal mögliche Schriftzüge für den nächsten GTA-Teil vorbereitet. Also nehmen wir mal an, das nächste GTA würde wirklich GTA 6 heißen und würde wirklich in Miami spielen. Da könnte der Schriftzug ja eventuell so aussehen. Wir haben die typische Vice City Schriftart mit der weißen Farbe und der pinken Umrandung. Einfach mal mit der römischen 6. Im Hintergrund Miami zu sehen, in dem Fall ist es das echte Miami. Zum Release würde Rockstar Games sich da natürlich irgendwas anderes einfallen lassen. Als nächstes habe ich ja einen möglichen GTA Tokyo Schriftzug für euch mitgebracht. Schaut euch das einfach mal im Hintergrund an. Da seht ihr ein in der Nacht durchlebtes Tokyo mit sehr vielen Lichtern und Autos. Und vor allen Dingen der Tokyo Schriftzug passt, denke ich, ganz gut dazu mit der schwarzen Schriftart und mit dem rot umrandeten. Das Ganze sieht etwas ähnlich wie der GTA Chinatown Wars Schriftzug aus. Beim Erstellen dieses Schriftzugs habe ich mich auch etwas an das Design von Chinatown Wars gehalten. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen möglichen GTA 6 London Schriftzug vorbereitet. Im Hintergrund könnt ihr London sehen und die römische 6 von Grand Theft Auto 6 ist mit der englischen Flagge designt. Schreibt doch jetzt einfach mal in die Kommentare, welcher Schriftzug euch am besten gefallen hat. Also der mögliche Vice City Schriftzug, der London Schriftzug oder doch lieber GTA Tokyo. Kommen wir aber nochmal zurück zu GTA London. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie dieser Mythos überhaupt entstanden ist. Was hat sich diese Person oder diese Gruppe von Leuten dabei gedacht, dass der nächste GTA-Teil eventuell in London spielen könnte? Ich bin zu keinem richtigen Entschluss gekommen, bis auf dass einer der ersten GTA-Teile tatsächlich in London gespielt hat und sich die Leute vielleicht dabei gedacht haben, na gut, Rockstar Games verwendet sehr gerne alte Städte wieder in neuen Spielen. Das haben wir in Liberty City gesehen, das haben wir in Los Santos gesehen und vielleicht diesmal in London.
Doch leider muss ich alle, die sich auf ein GTA London gefreut haben, enttäuschen. Denn der GTA-Autor Dan Houser hat in einem Interview berichtet, dass er sich zwar ganz gut vorstellen könnte, dass GTA in London spielen würde, aber es würde kein richtiges GTA sein. Als nächstes geht es um die möglichen Fahrzeuge in GTA 6. Welche Fahrzeuge könnten uns tatsächlich im nächsten Teil erwarten? Viele von euch wünschen sich ja immer echte Automarken in einem GTA-Teil. So wie man es mit Mods hinbekommen könnte und so wie man es hier auch im Hintergrund sehen kann. Doch eins kann ich euch leider direkt sagen. Es werden in keinen zukünftigen GTA-Titeln jemals echte Automarken existieren. Warum, fragt ihr euch? Ganz einfach, es liegt auf keinen Fall daran, dass Rockstar Games sich die Lizenz nicht kaufen könnte. Nein, ganz im Gegenteil sogar. Rockstar Games hat mit seinen bisherigen Titeln so viel Umsatz gemacht, dass sie sich theoretisch jede Lizenz der Autos kaufen könnte. Schaut euch einfach mal Need for Speed an. Das Spiel macht zwar sehr guten Umsatz, aber um Länge nicht so viel wie Rockstar Games GTA-Titel. Und trotzdem hat Need for Speed sehr viele Lizenzen für Automarken. Natürlich sind davon viele gesponsert worden von den Autoherstellern selber, damit ihre Fahrzeuge vermarktet werden. Aber auch viele davon sind gekauft und Rockstar Games hätte auf jeden Fall das Geld, sich jede Lizenz zu kaufen. Und ich kann auch mit gutem Gewissen behaupten, dass sogar sehr viele Autohersteller Rockstar Games so viel Geld dafür zahlen würden, damit ihre Fahrzeuge im Spiel vertreten werden. Stellt euch doch einfach mal vor, die Automarke Mercedes oder BMW oder sonstige würde es wirklich im Spiel geben. Und ihr könntet beispielsweise den C63 von Inscope 21 fahren. Was für eine krasse Werbung wäre das denn bitte für Mercedes oder generell irgendeine andere Automarke? Das wäre eine so brutale Werbung, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie oft das Spiel weltweit verkauft wurde. Und genau das möchte Rockstar Games scheinbar nicht machen. Andere Unternehmen unterstützen. Fragt mich an dieser Stelle nicht wieso, vielleicht hat Rockstar Games in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht. Oder der andere wohl eher sinnvollere Grund, vielleicht will Rockstar Games wirklich ein komplett eigenständiges Spiel unabhängig von allen äußeren Einflüssen haben. Denn immerhin stammt alles aus dem eigenen Hause. Die Autos, die Levels, die Charaktere, die Story, alles komplett unabhängig von der Außenwelt. Jedem ist natürlich bewusst, dass sich Rockstar Games da sehr an die Realität hält. Die Automarken zum Beispiel oder die Maps ähneln sehr der echten Welt. Aber dennoch sind es gewissermaßen Kopien und deswegen auch eigene Kreationen. Und somit trotzdem unabhängig von der Außenwelt. Als nächstes möchte ich mal auf die möglichen Protagonisten in dem nächsten GTA-Titel reden. Oftmals war schon die Rede davon, dass es eventuell im nächsten Teil einen weiblichen Hauptcharakter gibt, gespielt sogar von der Schauspielerin Eva Mendes und ihrem Freund Ryan Gosling. Natürlich sind auch das mal wieder nur Gerüchte, die in der GTA-Szene rumgehen. Aber es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es mal eventuell einen weiblichen Hauptcharakter gibt. Denn bisher gab es in keinem einzigen Teil einen weiblichen Protagonisten. Vielleicht denkt sich Rockstar Games, okay, lass uns mal was Neues machen und lass uns einfach mal einen weiblichen Protagonisten nehmen. Doch auch hier muss ich euch leider wieder enttäuschen. Der GTA-Autor Dan Houser berichtete in seinem Interview, dass er sich durchaus einen weiblichen Protagonisten vorstellen kann, aber einfach nicht in GTA. Zumindest nicht in dem nächsten GTA. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird das mit den Hauptcharakteren sein? Wird es mal wieder nur einen Hauptcharakter geben? Oder wird es wie in GTA 5 vielleicht wieder drei Protagonisten geben? Man weiß es nicht, man muss einfach mal schauen, was die Zukunft alles mit sich bringen wird. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf das wohl wichtigste der ganzen Thematik eingehen. Das Release-Datum von GTA 6. An dieser Stelle möchte ich aber ganz ehrlich sein mit euch, Leute. Es gibt einfach noch keinen festen Release-Termin für GTA 6. Und alle, die behaupten, sie hätten einen, lügen. Denn offiziell wurde von Rockstar Games noch kein Wort darüber verloren, wann GTA 6 erscheinen wird. Natürlich kann man jetzt darüber spekulieren, dass es eventuell 2020 kommt. Und es gibt auch viele Argumente, die das sogar bestätigen könnten. Aber das sind auch mal wieder nur Spekulationen und Vermutungen. Wir hoffen natürlich, dass GTA 6 so schnell wie möglich kommt.
Aber stellt euch einfach mal vor, dieses Jahr kommt noch Red Dead Redemption 2 mit einem großen Online-Modus. Der wird noch sehr, sehr lange unterstützt und ich glaube, in einem sehr langen Zeitraum wird auch noch kein GTA 6 angekündigt, damit man den Erfolg von Red Dead Redemption 2 nicht durchbricht. Abschließend kann man sagen, die Zeit bis GTA 6 rauskommt, wird noch eine sehr, sehr spannende Zeit. Uns erwarten noch viele GTA Online DLCs, uns erwartet Red Dead Redemption 2 mit einem sehr großen Online-Modus, der auch wahrscheinlich noch sehr viele DLCs erhalten wird. Von daher haben wir noch sehr, sehr viel zu tun, bis GTA 6 endlich erscheinen wird und das nur mit den Spielen von Rockstar Games. Und das war's jetzt auch eigentlich schon wieder, Leute. In diesem Video steckt mal wieder sehr viel Arbeit drin und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr in Zukunft noch ein weiteres Video zu GTA 6 sehen wollt, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euer Statement zu GTA 6 unten in den Kommentaren lassen würdet. Und das war's auch schon wieder mit dem Video gewesen, meine Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, könnt ihr uns oben rechts ein Abo dalassen. Unten links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos und Social Media Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.